Es gab keinerlei Einkünfte für Google. Es floss kein einziger Cent. Die Gründer mussten Leute einstellen, Equipment kaufen und Miete zahlen. Das alles verschlang Geld. Etwa eine halbe Million Dollar rann Google jeden Monat durch die Finger. Das Startkapital würde so nicht lange reichen. Das Naheliegendste war, dem Vorbild von Yahoo und Excite zu folgen und Werbebanner zu platzieren. Aber Larry Page und Sergey Brin waren so mutig und weitsichtig, diesen Weg abzulehnen. Google sollte nicht bloß ein weiteres blinkendes Webportal werden. Sie wollten sicherstellen, dass die Leute, wenn schon, nur auf Anzeigen trafen, die auch Sinn machten. Die beiden waren nicht grundsätzlich gegen Werbung. Sie sollte nur userfreundlicher und webtauglicher sein. Bloß ihnen fiel einfach nicht ein, wie. Zeit und Geld flossen dahin. Die Lösung fanden sie schließlich auf wahre Silicon Valley Art. Sie kopierten sie einfach von jemand anderem. Und zwar von diesem Mann, Bill Gross. Der hatte nichts mit Google zu tun und eine kleine Firma in Los Angeles. Idealab, ein Labor für innovative Ideen. Hier knackte Bill Gross das Problem der Werbung im Web, das Google so zu schaffen machte. Ich gehe durchs Leben, sehe Probleme und suche nach Wegen, sie zu lösen. Egal ob Technik, Verkehr oder Gesundheit. Ich frage mich dauernd, wie könnte man das verbessern? Im Lauf seiner Karriere hat Bill Gross seine Fühler nach allem Möglichen ausgestreckt. Aber 1990 lag sein Fokus auf Internetwerbung. Ich sah das Problem dieser Firma. Wir suchten schon länger nach Wegen, effektiver zu werben. Und ich fragte mich, wie ließe sich das verbessern? Und wie hätten wir es gerne? Der Einfall von Bill Gross war ebenso simpel und brillant wie der von Larry Page. Wenn jemand etwas in ein Suchfeld eintippt, teilt er der Welt nicht nur mit, für was er sich interessiert, sondern oft auch, was er vielleicht kaufen würde. Wenn ich tippe Bob Dylan, sagt das zumindest aus, dass er mich interessiert und vielleicht auch sein neues Album. Das zusammen mit allen Musikernamen, die ich jemals bei Google eingegeben habe, ergibt plötzlich ein genaues Bild meines Musikgeschmacks. Ein wertvolles Bild für die Musikindustrie. Bill Gross erkannte als erster, dass eine Suchmaschine das effizienteste Marktforschungsinstrument ist. Bill Gross erkannte, dass die eingegebenen Schlagworte ein Vermögen wert sein konnten. Schlagworte sind die Zukunft der Branche. Sie sind so wertvoll, weil sie einen tiefen Einblick in den Kopf des Users gewähren. Kriegt man jemanden dazu, ein paar Worte zu tippen, ist das unglaublich wertvoll. Bill Gross war überzeugt, Schlagworte an Werbekunden verkaufen zu können. Ein Autohersteller zum Beispiel würde einiges zahlen, dass jedes Mal, wenn jemand Auto eingibt, ein Link zu seiner Homepage unter den Suchergebnissen erscheint. Doch selbst seinen Mitarbeitern schien das Handeln mit Schlagworten verwerflich. Das war äußerst geschmacklos nach Meinung einiger Mitarbeiter. Sie glaubten, damit würden wir nicht durchkommen. Aber ich sagte, was soll sein? Ist doch nichts anderes als die gelben Seiten. Ich warf das Buch auf den Tisch. Das ist doch nützlich, wenn man was sucht. Da gibt's auch bezahlte Anzeigen. Warum nicht bei einer Suchmaschine? Das war die zündende Idee. Dass die Suche funktionieren könnte wie die gelben Seiten. Bill Gross konnte seine Mitarbeiter überzeugen und 1998 brachte er Overture raus, das auf Schlagworten und bezahlten Links basierte. Die Seite war sofort ein Erfolg. Der Geschäftsführer berichtete mir, dass wir Milliarden kleiner Transaktionen bearbeiteten. Mehr als die Telefongesellschaft. Das war wirklich eine große Nummer. Was Bill Gross nicht ahnte, in Silicon Valley wurde jeder seiner Schritte überwacht. Google sah in seiner Idee die Lösung des eigenen Dilemmas. Larry und Sergey stolperten über eine kleine Seite mit einem sehr guten Wachstum namens Overture.
Vor allem Larry sah darin einen Wegweiser für Google, ein Geschäftsfeld, in das Google möglicherweise einsteigen könnte. Die beiden Google-Jungs arrangierten ein erstes Treffen mit Bill Gross und dann noch eins und noch eins. Vertrauliche Treffen hinter verschlossenen Türen. Ich traf mich mit Larry und Sergey. Wir sprachen mehrmals darüber, wie man unseren Auftritt und die unheimlich relevanten Suchergebnisse von Google kombinieren könnte. Wir sprachen über unterschiedliche Wege, das zusammenzubringen. Manchmal enden solche Meetings mit einem friedlichen Schulterschluss, manchmal aber auch nicht. Was genau besprochen wurde, bleibt unklar, aber die Grundzüge sind deutlich. Die Google-Macher verlassen den Tisch, ohne einen Deal abzuschließen, und bringen kurz darauf einen Service namens AdWords heraus, der Overture verdammt ähnlich ist. Verdächtig? Und wie? Bill Gross verklagte Google daraufhin. Die beiden Seiten einigten sich schließlich außergerichtlich. Dass dabei genügend Google-Aktien im Spiel waren, um Bill Gross nachhaltig glücklich zu machen, ist ziemlich sicher. Wir dachten schon, dass das ein Erfolg würde, aber nicht mit einem so riesigen Geschäftsfeld. Google modifizierte die ursprüngliche Idee in wesentlichen Punkten. Am wichtigsten war die Trennung von eigentlichen Suchergebnissen und Werbung. Hier haben wir die wohlbekannte Google-Seite. Dort ist das Eingabefeld, wo man das Schlagwort eintippt. Hier erscheinen die ungeschminkten Ergebnisse nach der Google-Formel. Und rechts erscheinen die blau unterlegten Links, für die Werbekunden gezahlt haben. Genau damit hat Google in den vergangenen Jahren Milliarden verdient. Es war klar, dass es für den User angenehmer sein würde, als auf eine Website zu kommen, die aussieht wie der Times Square um 2 Uhr morgens. Und sie meinten, dass es dadurch auch für die Werbekunden besser wäre. Das war eine atemberaubend kluge Entwicklung Anfang 2000. Google hatte sich damit nicht nur den Weg zu eigenem wirtschaftlichen Erfolg bereitet, sondern auch die Grundlage für einen astronomischen Boom der Online-Werbung geschaffen. Durch AdWords und ähnliche Angebote von Microsoft und Yahoo war es plötzlich jedem möglich, seine Produkte auch online anzupreisen. Die Verbraucher waren weltweit effektiv und einfach zu erreichen. Die Internetwirtschaft war entstanden. Und Google war ihr wichtigster Akteur. Am 19. August 2004 wurden die Google-Aktien erstmals an der Nasdaq gehandelt. In den folgenden 5 Jahren wuchs Google zu einem weltberühmten Unternehmen mit einem Jahresgewinn von 3 Milliarden Dollar. Der Börsengang von Google war Anlass grenzenloser Spekulation und Hoffnung, besonders für diejenigen, die nach dem Crash auf eine Erholung des neuen Marktes hofften. In Silicon Valley zierte ein Aufkleber zahlreiche Stoßstangen mit dem Spruch: Bitte gebt uns noch eine Blase. Die Inszenierung des Börsengangs schürte eher Wut und tiefes Misstrauen bei den Leuten. Ich erinnere mich an einen Morgen, an dem ich im Fernsehen sah, wie gegen unseren Börsengang gewettert wurde und wie unwahrscheinlich ein Erfolg sei. Die schlechte Stimmung im Vorfeld resultierte daher, dass Google plante, den Ausgabepreis in einer Auktion festzulegen. Das verärgerte große Teile der Wall Street, die an den herkömmlichen Verfahren gut verdienten. Googles Marketingaktionen bekamen aus der Finanzwelt durchweg schlechte Kritiken. Die Geschäftsführer wurden als arrogant und überheblich dargestellt. Der Börsengang von Google war Thema Nummer 1 in der Finanzwelt. Viele mächtige Stimmen sagten, Börsengänge sollten nicht auf diese Art gemacht werden. Alle Größen der Wall Street waren im Nasdaq-Hochhaus am Times Square versammelt, darunter auch Larry Page und ich. Die Stimmung war angespannt, nur Larry lockerte sie auf, als er sich aus Versehen in einen Teller Crème Fraîche setzte. Es ist unwirklich. Dieser riesige Bildschirm, auf dem die gesamte Weltwirtschaft vorbeizuziehen scheint. Auf der Bühne erschienen Larry und Eric.
eine Riesenspannung vor Handelsbeginn. Und ab ging's. Nach Handelsbeginn stieg der Kurs sofort auf über 100 Dollar. Darunter ist er nie wieder gesunken. Allen pessimistischen Prognosen zum Trotz war der Börsengang von Google ein Erfolg. Jeder, der an jenem Tag Anteile gekauft hat und sie heute noch besitzt, hat ordentlich verdient. Schon 3 Jahre später wird Google höher bewertet als McDonald's, Coca-Cola, Intel, IBM oder Walmart. Die Aktien waren von 100 auf fast 700 Dollar gestiegen. Inzwischen gehören Larry Page und Sergey Brin zu den reichsten Menschen der Welt. Google hat das stärkste Wachstum überhaupt. Google raste von Beginn an der Zukunft entgegen. Trotzdem ist es den Gründern nach wie vor wichtig, dass ihre Firma nicht als ein weiterer habgieriger Tyrann erscheint, wie zum Beispiel Microsoft in seiner Hochphase. Das auffällig altruistische Firmenmotto lautet: Seid nicht böse. Für die Mitarbeiter gibt es gratis Essen, Sitzsäcke, Tischkicker und manches mehr. Aber trotz dieses Wohlfühlansatzes bleibt Google ein sehr ertragreiches kapitalistisches Unternehmen, das durch die Verbindung von Websuche und Werbung weiter wächst. Bis Online-Werbung wirklich effektiv wurde, war es nicht möglich, die Internetprogrammierer von den Einnahmen zu bezahlen. Sie wurden subventioniert. Bei Sun zum Beispiel wurden dafür Einnahmen aus dem Hardware-Geschäft aufgewendet. Heute trägt sich das Geschäft problemlos selbst. Die Entwicklung von Technik und Werbung gehen da Hand in Hand. Aber Google ruht sich nicht darauf aus, Milliardengewinne einzufahren. Ganz im Gegenteil. Denn Stillstand zuzulassen bedeutet in dieser Branche wirtschaftlichen Selbstmord. Google hat seine gigantischen Gewinne investiert und überall seine Finger im Spiel. Es gibt Google Library, Google Maps und Earth. Weiter Gmail, den Kalender, Text und Tabellen. Google kaufte das Startup-Blogger ebenso wie Picasa und natürlich YouTube, die Videoplattform. Das alles führt in den Augen vieler zu einer gefährlichen Übermacht. Die Google-Begeisterung weicht immer mehr einer Google-Phobie. Am tiefsten sitzt die Angst vor der Übermacht Googles bei den Datenschützern, die sich fragen, wie viele Informationen über uns alle in Googles Datenbanken lagern. Mittlerweile sorgen sich sogar Professoren aus Stanford. Die Leute werden verstehen, dass der Besitz zu vieler Daten über sie wirklich eine Bedrohung darstellt. Das wird weiter zunehmen. Und für noch jemanden ist die Übermacht von Google alarmierend. Excite ist zwar längst Vergangenheit, aber Microsoft ist mehr denn je hinter Google her. Diese Firma ist dafür bekannt, niemals aufzugeben. Microsoft reagiert zwar oft zu spät, hält aber lange durch. Immer wenn der Software- oder Internetbereich große Chancen bot, bekam Microsoft das schnell spitz. Und sie haben enorme Ressourcen und Kräfte. Und zuletzt hat Google seine Nase in so viele Bereiche gesteckt, dass die Liste seiner Feinde länger und prominenter geworden ist. Von Medienkonzernen wie Viacom über Nachrichtenagenturen und Verlage bis zur gesamten